Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei Pokémon Tutorial TV, heute mit Pokémon Shuffle. Es gibt heute eine Bewertungsstufe bei den Events, nämlich gibt es hier den Turtok nie zu gewinnen im Kampf gegen Mega Turtok. Wir haben ein Zeitlimit von einer Minute, also es ist Eile gefragt und dann kann man auch schnell sehen, ich hoffe es klappt einfach hier mit Turtok und ja, hoffentlich erzielen wir einfach einen guten Rang. Das wollte ich damit sagen. Auf geht's in den Kampf. Stelle eine neue Höchstpunktzahl auf. Okay, auf los geht's los, ne? Das geht auf Zeit hier natürlich. Mist, da hat es mich gerade blockiert. Ich muss echt mich voll konzentrieren. Oh Mann, das ist ja hier alles heute echt schwer. Da habe ich echt gerade den Überblick verloren. Viele Züge haben wir nicht mehr, wie ich gerade gesehen habe. So, mehr haben wir leider nicht gepackt. Wie viel haben wir denn? 7806. Bravo, neue Bestleistung. So, jetzt natürlich ganz wichtig, was habt ihr für eine Punktzahl hier bei Mega Turtok erreicht? Mehr als die 7806 oder weniger. Ich habe jedenfalls dafür Rang S bekommen. Ich bin gespannt. Schreibt es mir in die Kommentare rein. So, es geht wieder weiter mit den normalen Stufen. Hier ohne Zeitdruck und gegen Wishu, meine Damen und Herren. Ja, auf los geht's los, würde ich sagen. Es gibt nochmal einige Erfahrungspunkte für meine bisherigen Pokémon. Und ja, Palim Palim kann sie auch gut gebrauchen. Oh, ein echt genialer Zug, apropos bei Palim Palim. Genau, da wollte ich den Block hinsetzen, da. Ja, da unter dem Plaudergei. Gut, dann müssen wir das jetzt mal auflösen. War ja mal gar nicht so schlecht. Ah, und da hat es sich dann selbst kopiert. Sehr schön. Es macht irgendwie nicht gerade wirklich viel Schaden alles. So, endlich mal die Mega-Entwicklung. Ich wollte gerade sagen, die könnte auch mal langsam kommen. Es mag zu stören. Na hopp, es muss doch irgendwann mal reichen. Nur noch drei Züge übrigens. So, und das hat gereicht. Völlig unnötige Elfer-Serie am Ende. Gut, zwei Züge hätten wir noch übrig gehabt für Wishu, aber ich glaube, mit Fangen wird das jetzt hier erstmal nichts. Fangprognose liegt bei 35%. Wie immer, du sprichst doch eh beim dritten Mal raus. Was? Was? Mit 35%? Nun gut, in der letzten Folge haben wir es nicht geschafft, mit 60% zu fangen, aber wenn es bei 35% eher klappt, ajo, dann machen wir immer 35%. So, die nächsten Stufen sind wieder freigeschaltet worden. Es geht weiter mit Gelatropo. Ich wollte schon immer ein Eis essen in Pokémon Shuffle und das ist jetzt die perfekte Gelegenheit dazu. Auf los geht's los, meine Damen und Herren, und dementsprechend 7 Züge. So, dann gucken wir mal. Da müssten wir ein Aerodactyl hintauschen irgendwie.
Nee, das ist doof. Machen wir mal den zu. Okay. Interessant, was es da gerade gemacht hat. Da! So, müssen wir mal ein bisschen auflösen. Da waren einfach zu viele. Und auf Dauer hätte das sowieso nur genervt. Fertig! Drei Züge hätten wir noch übrig gehabt für Gelatropo. Bin mal gespannt, wie hoch die Fangprognose ausfallen wird. Oh. 80%. Hat aber nichts zu heißen. Wir haben es schon mal vermasselt, mit 90 zu fangen. Ja, aber hat gereicht für Gelatropo und gibt auch Bromdrang S. Schön. Ein neues Eis-Pokémon im Team werden wir bestimmt auch noch gebrauchen. Aber nicht gegen Blitzer. So. Vorschlagen, loslegen. Warte mal, wie viele Züge hat man gerade gehabt? Ich habe gar nicht hingeguckt. 15. Das sollte eigentlich vollkommen reichen. Dann nehmen wir gerade mal die EP mit. So. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Es stört aber erstmal mit Evoli. Ach, du liebe Herrgott. Warum musst du denn jetzt dein Evoli-Armee loslassen? Gut, dann machen wir hier als erstes mal das. Das war schon mal toll. Sehr toll. So, jetzt müssen wir aber gucken, wie das hier weitergeht. Ey. So, noch mehr Evoli. Nee, oh, jetzt blockiert's auch. Das ist natürlich nicht so toll. Tauschen wir mal diese zwei Blöcke. Tauschen wir mal das. Und das. Ah, es blockiert echt ungünstig, muss man auch sagen. So, dann machen wir mal das, damit ein paar Evolis weggehen. Sieht ja nicht so toll aus bis jetzt. Oh, das war aber ein guter Zug, den ich da gerade hingehauen habe. Vielleicht wäre der gar nicht mal so schlecht. So, Mega-Entwicklung erstmal für Zombiris. Ey, ich wollte dich hier tauschen. So, dann machen wir hier nochmal einmal Auflösung, bitte. Wow, da bilden sich immer neue Blöcke. Das ist auch gut. Vier Züge hätten wir noch für Blitz angehabt. Mal gucken, wie viel Prozent uns das hier einbringt. 5. 33 gerade. Nicht wirklich viel. Ja. Blitzer, das schnelle Pokémon, hat sich genauso schnell verpisst, wie wir es gerade gesehen haben. Schön. Leider ist es jetzt nicht in unserem Team. Pionchilla müsste das sein, oder? Nee, Chiabelle. Ach, Pionchilla ist die Vorentwicklung. Oh, zum ersten Mal sehen wir auch Vishu hier direkt im Team drin. So, das ist übrigens auch unser letzter Versuch, wieso ich jetzt schon bei 8 Minuten ja auch mal was dazu kaufen werde. So, jetzt. Was machen wir denn jetzt? Das ist ein wunderschöner Zug. Ich hab's ja gesagt. So, dann könnten wir das tauschen. Auch das war super großartig gewesen. So, ich glaube, das soll sogar für die Mega-Entwicklung reichen. Ach, Mist. Nicht ganz. Es stört wieder, es stört wieder. Ach, Zombiris braucht eh nur noch ein paar Pünktchen bis zur Mega-Entwicklung. Dann nehme ich die gerade. Oh! Ja, hat leider nicht so viel gebracht, wie ich mir das erhofft hätte. Oh Mann, da ist ja wieder kein Zug. So, machen wir mal den.
Alter, es nervt mit diesen Pion-Chiller oder was das ist. So, nehmen wir mal den. Wow, fertig. Jetzt hört ihr mal auf, hier eine Serie bilden. Hätten wir viel, viel früher gebraucht. So, Chiabelle ist aber K.O. Gibt nochmal 3000 Punkte dazu. Mal gucken, wie viel Prozent das so sind. 40. 64. Sollte machbar sein. Sollte. Puff! Ha! Ich habe schon gedacht, dass es wieder beim dritten Mal rausspringt. Zwei Level Ups. Zombie ist mittlerweile auf Level 6. Nicht schlecht. Herr Specht. So. Glaciola. Ach Gott, gucken wir mal. Da kommen bestimmt viele Kampfbomben rein. Ja, komm, wir nehmen mal Vishumina mit, ne? So, Achso, wir müssen in den Shop ein paar Versuche kaufen, ne? Jo, dankeschön, wissen wir auch. Nö, ich habe gerade nachgedacht, soll ich EP-Kraft nehmen? Nö, nehmen wir nicht. So. Nein, 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 nein. Oh, okay, dann machen wir das. So, da ist ein Klavion, das wir mal auflösen sollten. So, hier fallen nämlich viele Blöcke dann noch runter. Hat aber nichts gebracht. Toll, jetzt hat es Evoli vereist. Das kann ich natürlich nicht auflösen. Nicht so toll. Ja, wie gesagt, da ist jetzt alles blockiert, weil da kann ich jetzt nichts auflösen. Ich habe kein drittes Evoli, um da eine Combo zu bilden. Ne, ein anderes haben wir ja nicht, ne? Vielleicht hier. Ne, das hat's auch nicht gebracht. Oh je, jetzt hat's wieder vereist. Jetzt hat's wieder vereist. Toll! Ja, immerhin, ne? So, da hat es jetzt viele Evolis hingemacht. Aber, wir wollen erstmal den. So, denn dann macht es hier direkt diese Combo. So, 7 Züge haben wir noch übrig. Komm, das muss doch jetzt mal reichen. Okay, dann machen wir das und dann reicht's. Fertig. Wow. Hätten sogar noch 5 Züge übrig gehabt für Glaciola. Es war ein bisschen doof, dass es am Anfang ein Evoli blockiert hat, was ich nicht auflösen konnte. 40% ewig, ähnlich wie bei Blitzer wird das wahrscheinlich eher weniger was werden. Ja, und da haut es auch wieder ab. Rang A. Leider nicht Rang S. Hi, Tyra! Ach Gott. Nee, ich will aber kein Ohr, doch. Will ich Flunkiefer? Nee, ich will Zombiris. Zombiris, Zombiris. So. Los, auf los, geht's los. 16 Züge. Und da hat es bereits einen Block vereist. Der war doch ordentlich, der Zug. Der war doch ordentlich, oder? Das Schöne ist, Shanaira macht sich mit sich selbst den normalen Schaden. Oder Hytyra macht mit Shanaira normalen Schaden. Aber es sieht sehr ausdauernd aus. Das muss man auch mal sagen. Das kann ja lustig werden. Na endlich, Zombiris macht Mega-Entwicklung. Ja, und jetzt geht's doch voran. Fertig.
So, noch ein bisschen Bonusserie. Und Hytyra besiegt. Ja, dann ging's flink, als die Mega-Entwicklung kam. 7 Züge haben wir sogar noch übrig. Das könnte ein Erfolg bei Hytyra werden. Gucken wir mal uns die Fangprognose an. Ja, 50-50 Chance. Hoffentlich ist er auf meiner Seite. Bitte! Nein! Dieser Frustfaktor! Nicht schon wieder beim dritten Mal! Immerhin, wir Schule reicht ein Level. Trotzdem tröstet mich das nicht bei Hytyra. Bei Hytyra! Oh! Oh, da ist die Mega-Entwicklungsstufe schon in Sichtweite. Das könnte natürlich problematisch werden hier, ne? Also, es wird bestimmt nicht mehr so einfach. 15 Züge. So, gucken wir uns das ganze Theater hier mal an. Wenn ich den... Nee, den Block tauschen wir nicht. Tauschen am besten so. Ja, so, da ver... Nee, es verwandelt einen Block. Das ist ja jetzt auch nicht wirklich günstig. So, machen wir mal das. Auch wenn das relativ weit oben war, habe ich schon gesehen, dass das eine gute Kombo wird. Auch das könnte eine relativ gute Kombo werden. So, noch 12 Züge. Es ist aber auch schon sehr abgeschwächt, muss man sagen. So, ich will mit Flugkiefer da die 5er-Kombo machen. Jetzt vereisen wir bitte bloß nichts. Okay. So, das hat immerhin gereicht. Mit Funky haben wir es ja nicht hinbekommen. Also hier mit Kyogre haben wir es dann doch vernichtet. 9 Züge noch übrig. Viel. Es könnte eine hohe Fangprognose geben hier bei Amarino. Ne? So, 60. 87. Plipp. Klock, klock, klock. Komm. 1, 2, 3. Jetzt bleibt drin. Ha. Oh. Habe ich irgendwas... Ich habe irgendwas komplett anderes gesagt. Ich habe, glaube ich, die Weiterentwicklung... Oh. Oh. So ein Fehler passiert mal als bei 6. Gen-Pokémon noch bei mir. So. Voluna. Ne? Oh. Zusatzstufe 12 freigeschaltet. Schön. Voluna. 7 Züge. Mit dem Eis... Du bist doch ein Eis-Pokémon, oder? Moment. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ach, du bist ein Gesteins-Pokémon, das die Attacken in Eis umwandelt. So. Gut, dann ist das ja alles hier in Ordnung. 7 Züge aber nur, deswegen werde ich hier jetzt erstmal nichts in der Richtung haben, was mir irgendwie bedrohlich werden könnte. Voluna. Oh, nein. Ich merke schon, da wird das nichts in der Mitte. So, machen wir mal den. Mann. Ich gucke nach einem guten Zug, aber ich sehe keinen. Ich sehe einfach keinen, ne? So. Da. Verbleibende Züge 3. Ich guck gerade auf die KP und stell fest, es hat ja noch elend viel. Vielleicht ist das ein guter Zug. Ah! Das hat 1 KP gehabt. Nein. Blamiert bei Voluna. Eieiei. Gut, wir haben ja aber noch versucht. Dann gleich nochmal Voluna. Diesmal aber im Schlappohr. Oh nein. Gerade beim letzten Zug, Mann. Das ist ja echt dumm. Sowas ist echt wirklich dumm.
So, der Zug ist gleich mal 50 Mal besser als der erste. Auch kleine Angriffsboni sind Boni. Das ist das Einzige, was mir momentan zu sagen einfällt. Schon wieder so elend wenig Züge. Ist ja nicht normal, ne? Ey, das kann doch nicht normal sein, oder? What the fuck? Oh, was ein Luck mit 58er Treffer noch besiegt. Oh, was eine Geburt. Was eine Geburt hier bei Voluna. Ja, bei mir wird es jetzt einfach nicht bleiben. 25%. Das gibt wohl eher nichts, ne? Ja, Frustfaktor Max. Was? Ich hatte aber gerade 25%, was soll das? Okay, wir haben Voluna eingefangen. Eigentlich völlig unverdient. Die Stufe war echt der letzte Rotz von mir. Muss man ehrlich mal sagen. Ach, guck mal an. Mega Altaria. Ach, und Altaria jetzt hier. Das ist ja schön. Dann haben wir in der nächsten Folge auch gleich was, wo wir Altaria perfekt nutzen könnten, meine Damen und Herren. Liken und favorisieren nicht vergessen, wenn euch das Video hier gefallen hat. Es würde mich freuen, wenn ihr einen Like hinterlässt. Und ja, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was so bis jetzt euer Lieblingsvideo von Pokémon Shovel war, wenn ihr das regelmäßig verfolgt. So, ich bin jetzt erstmal weg. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war Pokémon Tutorial TV. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für das Zusehen bei diesem Let's Play hier. Es sind auch nochmal zwei Videos, die euch auch eventuell interessieren könnten. Auf der linken Seite Bloody Platinus Let's Play und auf der rechten Seite Pokémon Shuffle das Let's Play. Auf das jeweilige Symbol draufklicken und ansehen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das tun mittels des Pokémon-Buttons oder die Playlist dieses Videos ansehen mit dem Playlist-Button. Klicken, meine lieben Freunde.